Der US-Dollar ist zurück. Nachdem es eine riesen Bullenfalle gab, nach der Fed-Zinsentscheidung, die ja eigentlich gar keine war und auch die Aussagen ja nicht wirklich vielversprechend waren, ist der Dollar erst um die Räder gekommen, nur um dann richtig durchzustarten. Ja, wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns jetzt direkt anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Art, begrüße Sie ganz herzlich hier noch einmal aus Asunción in Paraguay. Ja, ich genieße weiterhin die 40 Grad, das gute Essen und auch letzten Endes die Lebensfreude der Leute. War dann nochmal aus, natürlich auch so ein bisschen in den Bars und Clubs. Naja, so Clubs gibt es hier nicht so wirklich, aber die Bars sind natürlich dann auch mit entsprechenden Tanzflächen versehen, sodass man sich auch da eben entsprechend bewegen kann. Und es macht einfach Spaß, weil die Leute eben einfach hier, ich sag mal, so ein bisschen ohne Druck leben. Es ist alles relativ günstig, die Steuerlast ist mehr als gering, wir reden über 10%. Und damit kann man sich eigentlich ein ganz anständiges Leben auch leisten, ohne dass es tatsächlich wirklich in den Stress übergeht. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wie stark er letzten Endes sein Konto füllen will, aber für die meisten reicht eben tatsächlich so ein normaler Job, eben trotzdem ein anständiges, vernünftiges Leben zu führen. Und ich habe mich mal ein bisschen mit Paraguay auseinandergesetzt. Die Verschuldung liegt bei 25% des BIP und das erklärt natürlich einiges. Sicherlich kann man das eine oder andere im Straßenbau nochmal verändern, man kann hier was modernisieren, man kann da noch was machen, aber alles in allem funktioniert das hier ganz gut, zumindest so aus meiner Sicht. Aber ich bin natürlich jetzt auch nicht ganz tief in der Administration drin. Deshalb das mal so als Idee, was ich hier so erlebe, aber natürlich nicht mit dem Anspruch, hier den vollständigen Überblick zu geben. Nichtsdestotrotz, durchaus ein lebenswertes Land, lebenswerte Stadt und durchaus auch mal einen Besuch wert. Soweit dazu und jetzt gehen wir direkt mal in die Zahlen rein. Ja, was gab es in den letzten Tagen, in den vergangenen Tagen? EZB-Präsidentin Frau Lagarde hat gesprochen, das ist letzten Endes auch nichts Neues, da gibt es auch nicht wirklich viel zu hören. Der Markt hat immer noch nicht gehört, dass der Euro entsprechend billiger wird, heißt also, dass Zinsen gesenkt werden. Also es gibt letzten Endes da nicht wirklich viel Neues zu hören. Ich denke, die einzige Überraschung war dann am Dienstag von den Verbrauchern zu hören aus den USA, Verbrauchervertrauen eher in dem Bereich, wie es eigentlich auch war, von 104,8 auf 104,7, also praktisch unverändert, aber eben unterhalb der Erwartung. Hat das dem Markt geschadet, dem Dollar geschadet? Nein. Am Ende hat keinen interessiert und damit eigentlich ein Non-Event. Und damit heißt es im Endeffekt hier, dass die Rosse nährt und die Base praktisch erstmal gar nicht stattfindet. Das ist einfach so der Aspekt und natürlich ist auch nicht der Punkt dabei, dass es jetzt den Dollar dementsprechend nach oben getrieben hätte, sondern die Aufwärtsbewegung kam ja auch schon früher. Dann heute, na, bei mir ist es jetzt dann noch Mittwoch früher Abend, ging es in die Rohöllagerbestände. Hier gab es eine Veränderung, natürlich eine deutliche Veränderung, also nicht natürlich, aber eine deutliche Veränderung, auch wenn auch das letzten Endes für den Ölpreis in dem Sinne im größeren Maße nicht wirklich die Rolle spielt. Das können wir auch gleich mal im Chart dann ansehen. Ja, damit bleibt einfach der Blick auf die nächsten Tage zu werfen. Wir reden über Deutschland, Einzelhandelsumsätze und natürlich die Arbeitslosenquote. Ich denke, das ist das Wichtigste hier für Deutschland. 5,9% wird erwartet. Muss man schauen, wo sich das Ganze so lang bewegt. Und das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, das ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie gesund ist die Wirtschaft. Und wie, naja, wie sind die Aussichten? Ja, was lässt sich daraus ableiten? Und natürlich steht damit immer im Rahmen und im Fokus, was macht die Fed da draus? Ja, denn auch jetzt habe ich schon gehört und wieder so irgendwo gelesen, weil die Schlagzeile so aufpoppte, dass auch für den Juni das noch nicht wirklich sicher ist, ob es da Zinssenken gibt, ja oder nein. Naja, ich meine, diese Spekulationen, die wechseln sich ja auch immer ab. Es ist ja wie so ein Taubenschlag, ja, nein, ja, nein. Aber am Ende, es ist immer das, worauf der Markt reagiert und das sind natürlich auch die Schwankungen, die dann damit auch einhergehen. Am Freitag dann, der Karfreitag, wohlverdient, der Feiertag für, ja, zumindest die meisten von uns, die das eben dann halt auch feiern. Ne? Andere feiern es eben nicht, haben dann einfach den Tag frei, auch okay. Da muss jeder für sich selber wissen. Am Ende, zumindest hat die Börse da nicht so wahnsinnig viel zu tun. Es gibt natürlich auch noch hier ein paar Zahlen, es gibt auch noch einen Vortrag, eine Rede von Paul.
Aber ich würde es, mich würde es überraschen, wenn da an der Stelle irgendwas gesagt würde, was wirklich den Markt bewegen könnte. Von daher denke ich mal, eine gute Gelegenheit, sich auf das Osterfest einzustimmen. Ja, und das Gleiche geht natürlich über den Montag noch hinaus. Dann am Montag der Ostermontag. Auch da darf man gerne mal so ein bisschen genießen und das ruhiger angehen lassen. Und dann haben wir noch Einkaufsmanager-Indizes, dann aus den USA. Okay, muss man schauen, wie sich das Ganze bewegt. Hier natürlich auch wieder in dem Zusammenhang, was macht die Fed da draus, beziehungsweise was ist die Spekulation dann darüber. Am Dienstag geht es weiter mit den Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland weitestgehend und ganz wichtig, Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate aus Deutschland, nicht aus denen, aus Deutschland. 2, was haben wir hier? 2,5% sind es aktuell. Das ist natürlich die Frage, geht es richtig in die 2%? Ja, das Inflationsziel der EZB passt natürlich dann auch wiederum zum Mittwoch, wo die Inflationsrate, der Verbraucherpreisindex aus der Eurozone kommt. Je näher wir uns daran bewegen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB irgendwann dann doch recht zeitnah die Zinsen senken muss, weil die Begründung einfach fehlt. Ja. Warum sollte man die Zinsen noch auf über 4% halten, wenn am Ende die Inflationsrate bei 2,23 liegt, was eigentlich das erklärte Ziel 2,0, nämlich das der EZB ist und war und ist und auch sein wird weiterhin, und dementsprechend gibt es da keinen Grund mehr. Wird also die Frage im Raum stehen, wird der Euro jetzt nochmal billiger? Und das dürfte ihn sicherlich belasten. Zumindest aus meiner Sicht, was der Markt daraus macht, wird sich dann zeigen. Mittwoch, Donnerstag geht es weiter dann in den Zahlen. Einkaufsmanager-Indizes nochmal an der Stelle. Einkaufsmanager-Indizes aus den Dienstleistungen, Arbeitslosenhilfe aus den USA. Hier muss man eben sehen, es gilt das gleiche Gesagte. Wirtschaft stark, Zinsen. Ja, kann man die senken? Klar, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln, muss man sie hochlassen oder sogar höher bringen, um die Wirtschaft abzukühlen. Das ist dann die gleiche Frage. Unter dem Aspekt darf man das dann be bewerten. Und dann haben wir am Freitag haben wir die Arbeitslosenquote aus den USA. Muss man schauen. Auffällig ist halt, dass die Arbeitslosenquote in den USA nach wie vor deutlich geringer ist als in Deutschland. Kann man sich auch ein paar Gedanken darüber machen, ob das jetzt die berühmten Mac-Jobs sind oder nicht, das einmal dahingestellt, aber zumindest verdienen eben dann doch prozentual gesehen zumindest mehr Amerikaner ihr Lohn und Brot dann mit der eigenen Leistung. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, den man mal damit zu Rate ziehen kann, wenn man die beiden Systeme vergleicht. Gut, bevor wir politisch werden, gehen wir in die Charts, denn die sind glücklicherweise neutral. Und wir starten direkt wie immer mit dem Dollarindex. Wir sind im Wochenchart, auch das ist immer so, also das ist der Dollar Index Future. Und hier habe ich mich, ich will nicht sagen gravierend getäuscht, das wäre zu viel gesagt, aber ich habe hier natürlich eher die Idee aufgenommen, dass der Dollar fällt, noch ein Stückchen fällt, weil es tatsächlich am Mittwoch noch danach aussah, wie das eben so ist, kaum was ausgesprochen veröffentlicht, dreht das Biest dann eben um, na, wie das eben so ist. Die Bullenfalle wurde dann für den Euro gelegt und damit ist der Dollar dann dementsprechend stärker geworden. Wenn wir es hier mal so rausnehmen, da sehen wir im Endeffekt hier einfach den Aspekt aus der vergangenen Woche, genau, das ist aber die aktuelle Woche hier kaum sichtbar. Ja, wie der Dollar dann hier hochgekommen ist, der Dollarindex, und damit haben wir eigentlich den Aspekt, dass wir jetzt vom Tief hoch, höheres Tief, idealerweise wird sich zeigen, wenn wir da durchbrechen, ja, dass wir dann auf den Bereich um die 105,5 Dollar kommen können. Und damit ist das Szenario jetzt genau umgekehrt von dem, was ich in der letzten Woche gesagt habe. Auch immer schön, dann heißt es wieder, der Alt dreht sein wie das Fähnchen im Wind. Tut er nicht, aber beobachtet natürlich die Märkte und macht sich so seine Gedanken darüber. Und die Gedanken sind eben jetzt, dass hier die Dynamik nach oben gegangen ist, eine Aufwärtsdynamik dabei ist und der Dollar dementsprechend eher an Stärke gewinnen sollte, als dass er jetzt wieder zurückfällt. Natürlich gibt es immer eine Alternative und die würde dann greifen, wenn, naja, erstmal diese Vorwochenkerze, die große grüne, unterschritten wird und damit dann auch im Zuge dessen das Tief hier unterschritten wird, dann kommt das Szenario mit den 100 Dollar ins Spiel. Das halte ich aber offen gesagt momentan
eher für mehr als untergeordnet, also eher unrealistisch. Ich will es bloß einzeichnen, der Vollständigkeit halber. Aber das ist so eher die Idee, dass es jetzt mit dem Dollarindex aufwärts geht. Und zwar zunächst mal auf die 105,50. Da müssen wir weitersehen, weil hier natürlich, Sie sehen es, ja auch schon gewisse Widerstandsbereiche warten. Und die dürften sicherlich auch erstmal ihre Wirkung zeigen. Dann wird sich aber auch zeigen, wie stark der Dollar ist. Und dann wäre tatsächlich auch ein nachhaltiger Ausbruch möglich. Dann auch vielleicht sogar über die 100 und 107 und darüber hinaus. Also das muss man beobachten. Interessant hierbei auch, wir sind gerade an der Kante hier von der Trendlinie, die Abwärtstrendlinie, die unterschritten wird. Und wenn man so will, kann man hier jetzt auch so ein, kann man hier dann auch sowas wie eine Unterstützungslinie, eine andere Trendlinie reinzeichnen. Und dann kriegt man hier so einen Keil da rein, der im Begriff ist, nach oben aufgelöst zu werden. Mit dem Aspekt gehen wir mal in den Euro zum US-Dollar. Und hier haben wir genau diese Geschichte, von der ich gesprochen habe. Im Euro-US-Dollar die Bullenfalle aus der letzten Woche. Die sehen wir im Tageschart, hier sehen Sie noch so meine Zeichnung vom letzten Mal. Ja, da hätte man das machen können, offen gesagt, ich habe es gemacht und habe natürlich dann mich ausstoppen lassen. Das bleibt auch anderes übrig, wenn der Stop dann genommen wird. Das ist aber manchmal der Fall, logisch, deshalb heißt es ja auch Bullenfalle und nicht anders, weil man natürlich dann schon mit einem Signal einsteigt und dieses Signal sich als Fehlsignal erweist und deshalb heißt es im anderen Zuge auch Trefferquote, ja, weil man eben dabei auch Verlierer hat, gehört auch mit dazu, darf man auch nicht vergessen. Deshalb Risikomanagement ist wichtig. Ja, damit ist das Aufwärtsszenario und die Aufwärtsidee für den Euro erstmal vom Tisch. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, haben wir nicht mal mehr diesen oberen Bereich von 1,10, rund 1,11, also 1,1050, 1,11 knapp erreicht, den ich ja grundsätzlich mal so ins Auge gefasst hatte. Nee, wir haben es tatsächlich deutlich eher geschafft, nach unten abzudrehen, nach unten abzudriften. Und damit drehe ich mich hier auch wieder, hänge ich meinen Mäntelchen wieder in die andere Richtung und laufe nach unten. Da kommen die 1,37 ins Spiel, da darf man ein bisschen hinher wackeln. Aber im Großen und Ganzen wird jetzt so langsam die Richtung gen Süden eingeschlagen. Und wir reden über die 1,06 und danach im weiteren Zuge über die 1,05. Das ist das, was sich hier jetzt anbietet, im schlimmeren Fall. Im einfachsten Fall bewegen wir uns erstmal so ein bisschen seitwärts, hängen wir hier so bei den 1,0850, 60, 70, 80 rum, pendeln mal so in den Bereich von 1,0950, 1,10 vielleicht, ja, wer weiß, und ja, oszillieren sozusagen um diesen Bereich herum, und zwar so lange, bis irgendeiner der beiden Kandidaten, Fed oder EZB, sich mal festlegt und dann sagt, Freunde, wir fangen jetzt mal an, die Zinsen zu senken. Aus meiner Sicht nach wie vor wird es die EZB eher sein als die Fed. Und damit ist eigentlich auch hier klar, dass dieses Abwärtsszenario eben dann aber später in Kraft tritt. Aber das ist aus meiner Sicht der Weg, der vorgezeichnet ist für den Euro. Also damit lasse ich es einfach mal so stehen. Ob wir uns noch ein bisschen seitwärts bewegen oder direkt runtergehen auf die 1,05, das wird sich zeigen. Aber aus meiner Sicht werden wir eher nach unten laufen, als dass wir jetzt noch Raum und Luft nach oben haben. Da wäre ich sehr überrascht. Da müsste tatsächlich schon die Fed kommen und sagen, wir gehen direkt um 1 Prozentpunkt runter auf 4,5% oder 4,5%. Das wäre eine Überraschung, ne, dass wir den Euro nach oben katapultieren, aber weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich halte es für sehr unrealistisch und deshalb bleibt es dabei, was ich mir hier so überlegt habe. Wir gehen nochmal kurz in den Tag rein, einfach um mir nochmal deutlich zu machen, wie so eine Bullenfalle dann eben auch aussieht, nämlich genau so. Ja, das wäre dann hier eben den Move, das war er, der Move nach oben, ausgelöst, dann am Donnerstag, ja, da kaum veröffentlicht, schon eingestoppt und schon wieder ausgestoppt, fertig ist die Laube. Ja, so sieht die ganze Geschichte dann aus. Und natürlich, wenn man sich das jetzt anschaut, ist es auch schön, man sieht hier das Doppeltop, ja, so eine M-Formation oder auch der Double Touchdown, wie ich ihn dann gerne nehme oder nenne. Dann haben wir den Abprall am 20er, was ja auch so ist. Und dann haben wir im Endeffekt genau die Option, entweder man geht hier trendfolgend, ja, was ist stärker, ist es die Trendfolge nach oben, ja, in Richtung 1,10 oder ist das M, das Doppeltop mit dem Fehlausbruch, ist das stärker und
die Korrektur, der Abprall vom 20er ist eigentlich nur die Korrektur des Abwärtsmoves, um dann weiter in den Abwärtsimpuls überzugehen. Ja, das sind so die Scheidepunkte im Markt. Und eins ist klar, es wird in eine Richtung rauslaufen. Und wenn die eine gescheitert ist, dann liegt es eigentlich auf der Hand, dass die andere mehr zum Tragen kommt. Und das ist das, was man hier eigentlich sehr schön sehen kann. Am Ende, man muss sich entscheiden. Ja, und die Entscheidung ist immer, ist immer dasselbe. Gehe ich jetzt hier long und setze auf das Trendszenario, auch wenn das Trendszenario auch nur die Korrektur der Abwärtsbewegung ist, aber in dem Fall halt immer noch ein kleiner Trend. Oder setze ich darauf, dass das Abwärtsszenario wieder fortgeführt wird und sehe, die Korrektur ist beendet. Tja, und das sind eben die beiden Seiten einer derselben Medaille der technischen Analyse. Und da können wir uns dann gerne mal die Zähne ausbeißen, was dann letzten Endes hier wirklich eintritt. Und am Ende ist es der Markt und deshalb ist es gut, also der Markt, der entscheidet. Und deshalb ist es gut, einen Stop zu haben, weil am Ende wissen wir es eben nie hundertprozentig. Mit den Worten gehen wir in den Dollar zum japanischen Yen. Und hier gab es ja ganz richtigerweise auch den Hinweis, dass die Bank of Japan auch mit den Zinsen ein bisschen was macht. Jetzt hat tatsächlich diesen Pfad verlassen von wirklich Null- bzw. Negativzinsen und ist tatsächlich etwas hochgegangen. Aber mit etwas reden wir über 0,1%. Ja, also da geht gar nichts im Endeffekt. Und eigentlich ist es völlig egal im Vergleich zum US-Dollar, was die Bank of Japan da gemacht hat, weil wir reden immer noch über 5,5% zu 0,1, 0, irgendwas. Und damit ist es eigentlich klar, auch wenn hier der Widerstand deutlich noch da ist und auch jetzt in der aktuellen Woche nicht wirklich viel aktuell gelaufen ist, ich bleibe dabei, der Ausbruch wird hier vorbereitet und ich sehe hier definitiv dieses Szenario allein schon über die Kraft, die hier aufgebaut wird. Und da hat auch die Bank of Japan hier erstmal nichts dran geändert, aus meiner Sicht. Und deshalb, wer sowas dann nehmen möchte, na, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und der sollte seinen Stop-Loss natürlich dann auch gut ansetzen. Und das wäre hier das tiefere oder das höhere Tiefe, das letzte Swing-Tief. Das könnte man machen, sehr defensiv, wir sind hier unten irgendwo bei 140, 20, so 22, so in dem Bereich. Aber damit wäre das Chance-Risiko-Verhältnis schon nicht mehr vorhanden. Deshalb, das wäre ein recht moderat aggressives, ja, nicht ganz defensiv, nicht ganz konservativ, aber moderat aggressives Level, um eben einfach den Ausbruch zu nehmen und damit ja, darf man sich dann überraschen lassen. Wir gehen zum Pfund, zum US-Dollar, ja, das berühmte Cable. Hier ist auch noch die Zeile von der letzten Woche drin, natürlich. Ne, will ich auch mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze sich dann aufbaut und was tatsächlich daraus geworden ist. Denn oftmals liege ich tatsächlich richtig mit den Ideen, darf man auch nicht vergessen. Aber manchmal ist es eben auch tatsächlich so, dass der Markt den Haken schlägt und das tut er hier. Auch gar nicht so daneben, denn wir sind ja hier nach wie vor abgeprallt bei 1,2850, bisschen aufgerundet und laufen eigentlich in dieser gesamten Seitwärtsspanne oder Seitwärtsrange, wenn man so will, zwischen 1,2840 und 1,2480,90. Also wenn man so hin und her rundet, kann man sagen, so grob zwischen 1,28, ja, also wenn man das ein bisschen so enger zieht, und 1,25. So. Also die 3 Cent haben wir da. Das ist so die Spanne, in der wir uns bewegen. Und ist natürlich auf Wochenchartbasis nicht wirklich berauschend und lässt nicht wirklich Platz für Trades. Und auch hier können wir mal schauen, wie eigentlich diese Idee zustande kam, dass ich in der vorletzten oder in der letzten Woche vielmehr überlegt habe, das könnte nach oben gehen und es liegt hier dran. Ja, Sie sehen hier den Mittwoch, da ging es hoch mit dem Hammer am gleitenden Durchschnitt 20. Eigentlich auch hier im Rahmen des Trend, kann man auch eine Linie ziehen, das sehen Sie ja. Und dann wäre die Idee gewesen, dann hier eben entsprechend auf den Ausbruch zu spekulieren, der mit einem Fehlausbruch quittiert wurde. Also das Signal wurde auch ausgelöst, wenn man hier hätte einsteigen wollen, um dann direkt ausgestoppt zu werden. Ja, also den Trade habe ich jetzt nicht gemacht, aber das ist die Idee, wo sie hergekommen ist. Und jetzt ist eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich viel zu holen. Ja, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Das bedeutet im Endeffekt, wir sind zurück in der Range. Und aus meiner Sicht sollten wir da auch erstmal bleiben, ja, weil auch von der Bank of England ist jetzt nicht wirklich viel zu erwarten, genauso wenig wie von der Fed.
Also läuft das Ganze jetzt weiter seitwärts aus meiner Sicht. Und selbst wenn es mal zum Ausbruch kommt, dürfte der sehr schnell korrigiert werden. Und ja, das ist das, was ich für das Pfund erstmal so sehe. Ja, der australische Dollar zum US-Dollar verfolgt mal wieder seinen eingeschlagenen Weg. Ich hatte ja schon eher zögerlich, staunend, dem australischen Dollar ein bisschen Stärke attestiert, aber auch nicht viel, und hatte auch gesagt, naja, ob er jetzt noch ein bisschen hochläuft oder nicht, am Ende wird er fallen und am Ende fällt er ja auch, tut er eben wieder, läuft eben der australische Dollar geht eigentlich den Weg, den er immer geht, nämlich nach Süden, und nach wie vor, es steht einfach der Bereich hier im Raum, der über die, na, über die 64,40, 50,40 läuft, und danach ist der Weg frei auf die rund 63 Cent, Dollar Cent, US-Dollar Cent. So, da haben wir erstmal so ein Tief, das darf gerne halten, sollte es nicht halten, geht es direkt eine Stufe tiefer, da sehen wir uns bei 1,62 oder nicht bei 1, bei 0,62 wieder. Das wäre dann der nächste Schritt, aber bis dahin darf es gerne noch ein bisschen Zeit geben, denn wir wollen ja auch nicht, dass der australische Dollar da richtig runterkracht. Gibt es auch keinen Grund für. Aber es gibt eben auch momentan nicht wirklich den Grund für eine gravierende Stärke. Das Ganze dürfte sich so lange hinziehen, bis von der Fed ganz klare Signale oder auch Entscheidungen kommen, die den Dollar etwas schwächen, nämlich Zinssenkung. Danach sieht es eben aber momentan doch noch nicht aus, und so darf oder dürfte es hier jetzt erstmal in diese Richtung weitergehen. Ja, schauen wir mal, inwieweit das dann läuft. Ja, eine Überraschung sicherlich von der Schweizerischen Notenbank, die ja mit Zinssenkung zu überzeugen wusste. Ja, die sind schon vorausgegangen, was dann auch dem eigentlich traditionell schwachen Asset Dollar gegen den Schweizer Franken weiter Auftrieb gab so, und auch gibt. Und damit ist auch dieses Szenario vom Tisch, dass der Dollar fällt. Eigentlich eine wunderbare Situation. Wir sind hier hochgelaufen, in der gesamten Abwärtsbewegung die Korrektur an den Widerstandsbereich und durchaus ein ernstzunehmender Widerstandsbereich. Mehrfach dann lang gelaufen sind wir, dann ist der Dollar runtergekommen, hat sich stabilisiert und ist dann im Sauseschritt in der letzten Woche und auch aktuell nach oben gerauscht. Und das ist eben das Szenario, das ja, ich jetzt hier nicht wirklich auf dem Schirm hatte, weil die Schweizerische Nationalbank, also SNB, hier mit einer Zinssenkung zu überzeugen wusste, den Dollar damit Auftrieb gibt und den Franken erstmal ins Tal schickt. Ja, man kann ja nicht immer nur auf dem Gipfel stehen, es muss auch mal ins Tal gehen, und das ist aktuell gelaufen. Ja, wie weit könnte das jetzt gehen? Jetzt warten tatsächlich die nächsten Widerstände in den Bereichen, sehen Sie hier, da ist natürlich auch eine tolle Beschreibung, 0,9330. Und dieser Bereich ist durchaus auch ernst zu nehmen. Sie sehen, der hat schon eine gewisse Historie. Ja, den kann man durchaus immer wieder mal finden. Tatsächlich bis in die Nuller, also nicht Nullerjahre, aber so bis Anfang der 20er Jahre, 18, da sieht man schon mal was. Davor sind wir schon mal hängen geblieben, 16, 17. Jetzt wollen wir nicht zu tief gehen in die Historie. Aber Sie sehen, durchaus von Belang, das heißt die 0,93, 80, 0,94, sowas in dem Bereich, das darf man sich mal gerne als Kursziel notieren. Das macht es natürlich jetzt schwierig einzusteigen, weil einfach hier, ja, wo ist der Stop-Loss? Unterhalb des letzten Tiefs, und das ist eben das Tief der vorletzten oder vorletzten Woche bei 0,7225, ja, ein bisschen runtergerundet. 0,8729, so das wollte ich sagen. Also 0,8729, da darf man gerne ein bisschen runterrunden, 25,20, das ist das Tief. So, und da sehen Sie schon mit bloßem Auge, das Ganze hat kein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis mehr. Darf man also in den Tag reingehen, und da kann man gucken, wo gibt es eine Korrektur, wann gibt es die Korrektur. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass wir hier in dem Bereich bei rund 90, 91 Rappen nochmal abprallen und vielleicht nochmal bis an die rund 90, 89, 70, 50 laufen, um von dort aus wieder hochzugehen. Das wäre dann so eine Situation, wo man nach dem Long-Einstieg gucken kann, um sich dann sukzessive auf die 93, 93
80 Rappen hochzubewegen. Das wäre so eine Möglichkeit, daran eben zu partizipieren, und dann passt das halt auch vom Chance-Risiko-Verhältnis. Alles andere jetzt direkt reinzuspringen, wäre schwierig, deshalb erstmal abwarten, das ist so meine Idee dazu, um dann den Move nach oben zu machen. Und spätestens bei rund 94 würde ich anfangen, mit einem Ausstieg zu liebäugeln, weil einfach Widerstand da wartet, der durchaus Bestand hat. Gehen wir weiter jetzt in die Rohstoffe, und zwar zum Gold, wie immer. Sie kennen das, hier sind wir genau im Rahmen meiner Zeichnung, ja, das passt ja dann schon mal. Und Gold nach wie vor super stark, ja, hier in Paraguay heißt es übrigens alles oder ganz viel mit super, ja, da kriegt man kein Glas, also eine Vaso, ja, irgendwie ein Getränkeglas, und dann kriegt man eine Super Vaso, weil das einfach größer ist. Ja. Super Vaso, und dann haben sie auch, es ist super Frio, ja, also super kalt und so weiter und so fort. Und das hier ist eine super Kerze, ein super Move, und damit ist Gold super stark unter dem Aspekt. Also Gold sehr stark auf dem Weg auf die 2250, glaube ich, relativ greifbar, dass das als nächstes kommt, haben wir ja schon mal fast erreicht. Wir sind bei 2225, dann mal kurz umgekehrt. Aber dieses, naja, Verkaufssignal würde ich es nicht nennen, ja, dieser Gravestone Doji, der ja gar nicht ausgelöst wurde. Und deshalb ist die Idee hier durchaus auch ernst zu nehmen, dass man hier so auf die 2250 mal gucken kann. Von mir aus $2,300. So in dem Bereich, dann darf gerne mal eine Korrektur kommen, um hier den ganzen Bereich des Ausbruchs bei rund $2,100, also ich will mich hier festlegen auf den einzelnen Dollar, aber bei rund $2,100, das darf gerne getestet werden, um natürlich auch Anlegern wieder die Chance zu geben, einzusteigen, natürlich vorher Gewinne mitzunehmen, neu einzusteigen, aufzustocken, weil natürlich, Sie kennen das, die Situation vielleicht, der ein oder andere Anleger jetzt guckt und sagt, Mist, habe ich verpasst. Wenn es runterkommt, steige ich ein. Und das ist ja immer der Test. Steigt nämlich keiner ein, dann ist irgendwas faul mit der ganzen Rallye. Ja, und das will gerne bestätigt werden. Und deshalb heißt es ja eben auch, den Ausbruch bestätigen, indem man nämlich den testet. Und wenn die Leute dann kaufen, okay, dann war es wohl richtig. Wenn sie nicht kaufen, okay, dann war es wohl falsch. Dann ist es eben ein Fehlausbruch. Und das gehört einfach mit dazu. Und das gehört eben hier mit rein. Und deshalb bei 2250, 2300, würde ich eher damit rechnen, dass Gold etwas runterkommt, ist dann kein Beinbruch, sondern eher eine Gelegenheit zum Kauf, sofern andere das auch tun. Davon gehe ich aber auch aus, von daher durchaus sehr interessant jetzt. Und dann eben mit der grundsätzlichen Idee, dass wir hier die ganze Range eine Stufe nach oben verlagern und dann weiter pendeln zwischen 2100 und 2300, so in dem Bereich, also zwischen dem letzten Hoch, das dann da ist vor der Korrektur, und dem gesamten Ausbruchsbereich, irgendwo so in dem Dreh. Ja, das kleinere Gold, das eher Silber ist, tut sich aktuell etwas schwerer. Die letzte Woche war jetzt nicht wirklich berauschend, hier ging es sehr runter, und ich hatte ja eher davon gesprochen, Sie sehen es ja auch hier, dass wir doch nochmal raufgehen, dass wir doch nochmal ausbrechen, jetzt dann ja doch, aber irgendwie dann irgendwie doch noch nicht. Immerhin hatte ich hier eine Korrektur mit eingezeichnet, also ganz so schlimm war das jetzt auch wieder nicht, die Korrektur ist ja auch gekommen. Aber es geht jetzt eben die Frage zu beantworten, wie geht es jetzt weiter. Die aktuelle Woche verhalten, wir sehen hier so ein Spinning Top, also ein Kreisel. Ja, jetzt wissen Sie ja auch, Mittwochnachmittag oder Donnerstagmorgen, wie auch immer, oder Mittwochnacht, Sie sehen es ja hier, 23.20 Uhr, deutsche Zeit oder europäische Zeit. Ja, das macht jetzt noch nicht so wirklich viel aus. Was mir gefällt, ist der Unterstützungsbereich, der offensichtlich hier auch ein Stückchen hält und den Markt erstmal bremst. Und es wäre tatsächlich interessant, wenn Silber hier jetzt wieder hochläuft und dann von dort aus ausbricht. Das wäre insofern interessant, dass wir hier eben tatsächlich schon die nächste Unterstützung haben. Und damit läuft das Ganze hier hoch auf die 24,60 als Unterstützung. Und dann wäre hier so ein Ausbruch eben wirklich mit einem schönen Schubser. Ja, ich vergleiche es ja immer, Sie wissen es vielleicht, ich habe Basketball gespielt, so als Jugendlicher oder als Berufsanfänger, ja, also zwischen Kindheit und Berufsanfang habe ich Basketball gespielt, und wie springt man hoch? Indem man aus dem Knie kommt, aber nicht aus der Hocke. Ja, das funktioniert halt nicht, also funktioniert auch, aber irgendwann nicht mehr, und meistens dann eben dann doch aus dem Knie, und so ist es hier irgendwie auch, da wird Kraft geholt und damit gesprungen,
Und das ist idealerweise der Zustand, also dass du hier so aus dem Bereich bei rund 24,60 dann eben über die 26 Dollar laufen, um dann auszubrechen, idealerweise nachhaltig, gerne nochmal den Bereich von oben zu testen, um zu gucken, ob das Ganze eben auch ernst gemeint ist. Und dann darf es auch weitergehen. Und dann sehe ich Silber ziemlich zügig auch bei rund 28 Dollar. Und da muss man von dort aus eben weitersehen. Wir schauen mal aufs Öl. Ja, jetzt wo die Lagerbestände ein bisschen hochgekommen sind, das hat den Ölpreis jetzt nicht gestört, so unbedingt. Am Ende, Öl schwankt. Ich habe es ja hier in der letzten Woche schon eingezeichnet, dass wir vielleicht noch ein bisschen hochlaufen. Ja, warum nicht? Und von dort aus wieder korrigieren. Ja, warum nicht? Ja, also wir schieben uns hier so hoch. Es ist wirklich ein Hochgeschiebe. Ich meine, Sie sehen es, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Der Klassiker eines Seitwärts-Moves, der letzten Endes eigentlich nur Fehler verursacht. Ja, also wenn Sie long gehen, ist der nächste Tag rot. Wenn Sie short gehen, ist der nächste Tag grün. Ja, und nach einer Woche sind Sie völlig demoralisiert. Deshalb Vorsicht immer mit solchen Situationen. Es macht einfach keinen Sinn. Der Markt schiebt sich seitwärts. Auf Wochenbasis ist mit Öl praktisch gar nichts zu gewinnen und gar nichts zu holen. Nichtsdestotrotz orientieren wir uns natürlich daran, um eben einfach diese Haltepunkte zu finden, Unterstützung und Widerstände. Und da ist eigentlich relativ klar bei rund 84,50 durchaus ein ernstzunehmender Haltepunkt. Ja, Sie sehen es, den wir immer wieder auch mal angelaufen, durchlaufen haben, der immer wieder auch für Preisreaktionen gesorgt hat und natürlich auch über diese magische Grenze 85 Dollar ja dann auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Wenn man mal einen Tag reingeht, dann kann man sich relativ eng damit beschäftigen, aber da gibt es natürlich dann schon so ein paar mehr Möglichkeiten, so die Schwünge zu nehmen, ja, zumindest mal so in der Vergangenheit, wenn man größere Schübe kam. Aktuell gibt es die aber auch nicht. Aber wenn man dann traden will, dann ist eigentlich der Tag und der drunter liegende, wir können ja mal spaßeshalber in die Stunde klicken. Ja, da kann man dann schon mal mehr suchen, auch wenn es nicht immer was gibt. Aber da haben wir zumindest irgendwie Schwünge, mit denen man was anfangen kann. Und 5 Minuten spare ich mir jetzt, aber Sie können sich vorstellen, dass da natürlich schon noch ein bisschen mehr geht von den Situationen und auch von den Schwüngen her. Wir gehen mal in die Kryptos, der Bitcoin. Der Bitcoin hat in der letzten Woche seine gesamte Korrektur abgearbeitet. Finde ich auch ganz spannend. Ich hatte ja dann auch hier, ich sagte, es kann schon mal runtergehen bis auf die 53.300, 500. Ne? Da ist man mit 100 dann ja nicht so genau beim Bitcoin. Da ist man selbst mit den Tausenden dann nicht so genau. Aber diese Korrektur hat in genau einer Woche stattgefunden. Und das ist natürlich auch schon ganz spannend. Das heißt, wir haben erst den Shooting Star, dann haben wir diesen Hanging Man, der aber, wenn Sie ein bisschen tiefer schalten, die komplette Korrektur darstellt. Damit ist aus meiner Sicht die Korrektur beendet. Natürlich hängt Bitcoin hier jetzt noch ein bisschen fest an dem Widerstand bei rund 69.000. Fair enough, der Amerikaner sagt, weil am Ende, darf man ja auch nicht vergessen, mit dieser Zahl rund 70.000 Dollar ist so viel Emotion verbunden, weil so viele Leute zwischenzeitlich in einem tiefen Minus waren. Dann ging es rauf. Dann gab es den Moment, wo niemand mehr im Minus war. Jetzt sind doch wieder einige Minus. Man weiß nicht, wann gekauft wurde. Ja, aber jetzt sind wieder einige Minus. Und jetzt geht das Hoffen und Bangen, Hangeln und Zerren, geht jetzt eigentlich richtig los. Deshalb darf man sich nicht wundern, wenn sich das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen seitlich bewegt, um dann, und das ist eher die Idee, die ich natürlich hier auch dann präsentiere, weiter anzusteigen über die 70, natürlich 73, 75. Naja, und dann ist immer die Frage der Dynamik, der Gier, der Stop-Aufträge, der Limit-Aufträge. Ja, dann sehen wir uns bei 80 und fortfolgende wieder. Und bis dahin haben wir es ja wieder gehört. Aber das ist aus meiner Sicht das erstmal realistische Szenario. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man damit rein? Und da können wir froh sein, dass die letzte Woche diese Korrektur gebracht hat. Denn das Wochentief bei 60.700, wenn man so 70 Dollar Puffer geben will, das wäre an der Stelle dann mal ein ganz guter Stop, wo man dann eben sich absichern kann, um zu sagen, na, Bitcoin, wenn du es eben doch nicht schaffst, dann gebe ich dir mal hier rund 10.000 Dollar Spielraum, um dich zu bewegen. Und danach lasse ich dir eben die 10.000 Dollar fallen, ja, wenn man halt mit einem entsprechend rangeht. Ansonsten gibt es ja auch Satoshi, kann man skalieren. Wir schauen mal aber in den Tag, der eben hier nochmal zeigt, wie schön das Ganze hier eigentlich läuft, dass hier die Korrektur auch runtergekommen ist, auch so an das untere Bollinger Band. Dann ging es hier hoch.
Am 19. März ging er die letzten Tage etwas verhalten, um dann wieder anzuziehen. Ja, und so nochmal, ist eigentlich relativ klar, dass in dem Bereich um 70.000 das Ganze jetzt nicht so schnell geht. Ist auch offen gesagt gesund, dann sollen die mal das Ganze überdenken. Die einen können Gewinne mitnehmen, die anderen Break-Even aussteigen und die nächsten können auf die 100.000 spekulieren. Es braucht Zeit und dementsprechend ist das einfach die Marke, an der sich das abspielt. Ja, und zu guter Letzt gehen wir ins Ethereum. Hier sieht es ähnlich aus, nur dass wir eben noch nicht über das Allzeithoch hinaus sind, sondern eine Stufe tiefer vor uns hinlaufen. Und warum hängen wir hier fest? Weil wir natürlich hier noch Hochpunkte und Schluss- und Eröffnungskurse aus den Jahren oder aus dem Jahr 21 haben, die hier dann doch noch eine Wirkung haben. Und da hängen wir erstmal fest. Aber die Idee ist hier im Endeffekt die gleiche wie beim Bitcoin, dass wir hier nach der erfolgreichen Korrektur wieder nach oben laufen, um dann an das Allzeithoch ranzulaufen bei rund 4.000, ach, runden wir gleich auf 5.000 Dollar. Ja, weil das ist relativ klar und deutlich zu sehen und zu sagen, dass wir die 5.000 dann erreichen. Was dann passiert, wird sich zeigen. Aber aus meiner Sicht ist die Chance größer, dass es jetzt nach oben läuft, als dass es nach unten läuft. Und wenn es nach unten läuft und wer positioniert ist und aktiv handeln will, der sieht dann eben hier bei dem Bereich 3.059, da darf man sich überlegen, welchen Puffer man da noch reingibt, ja, sein Stop-Loss. Und dann kann man von der Warte aus weiter gucken, ob der Preis dann fällt auf 2.650 oder sogar auf die 2.500. Was aus aktueller Sicht tatsächlich ein Geschenk wäre, ja, weil man da noch relativ günstig reinkommt, um zumindest mal zu verdoppeln. Ja, denn das schafft man jetzt ja eigentlich nicht mehr. Ja, und damit haben wir es auch schon wieder mit Fast & Forex. Ich hoffe, es war was für Sie mit dabei. Und ich finde es selber auch immer wieder spannend. Ja, klar, man hat eine Idee, aber am Ende der Markt entscheidet. Das dürfen wir nie vergessen. Wir haben immer ein Szenario als Trader, zwangsläufig oder idealerweise. Aber wir haben nur das Szenario auf der Maßnahme oder auf der Grundlage, was wir sehen. Und was der Markt daraus macht, mag mal dazu passen, mal eben nicht. Und wenn es eben nicht dazu passt, haben wir eben den Stop-Loss. Deshalb bitte, Risikomanagement ist immer essentiell, um weiter im ganzen Spiel zu bleiben. Spiel meine ich hier in dem Sinne positiv. Ja, man will ja mitspielen, ja, oder mitmachen, wie auch immer. Ja, so wissen wir, wie ich es meine. Und deshalb, das ist unerlässlich. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende. Ich mache mich dann zum Wochenende aus auf nach Buenos Aires. Ich werde dann 3 Wochen in Buenos Aires verbringen und dann nochmal weiter innerhalb von Argentinien reisen. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern, denn die stehen jetzt ja an. Ja, morgen oder jetzt am Donnerstag ist ja schon Gründonnerstag, dann Karfreitag. Genießen Sie auf jeden Fall die Osterzeit. Ich wünsche Ihnen gutes Wetter. Ich hab's. Das kann ich einfach dazu sagen und ich weiß auch, dass es da ist. Es ist hier so spontan, ist es hier nicht. Wünsche Ihnen schönes Wetter, schönes Osterwetter, schöne Osterspaziergänge und alles, was dazugehört. Suchen Sie ordentlich was versteckt ist. Vielleicht finden Sie irgendwas aus den letzten Jahren wieder, wer weiß. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns am Montag wieder mit der Marktwoche. Unabhängig vom Ostermontag geht es aber dann trotzdem schon mal weiter, zumindest in den USA. Und dann ist man doch immer über etwas informierter. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Arndt.